Willkommen in Deutschlands süßester Schulklasse. In den nächsten 3 Monaten sollen diese 6 Welpen das 1x1 der Hundeerziehung lernen. Da hat er sich was vorgenommen. André Vogt ist der Welpentrainer. Aus seiner mehr als 15-jährigen Erfahrung weiß der Hundeausbilder, was die Welpen jetzt nicht lernen, treibt ihre Besitzer später in den Wahnsinn. Das ist eine einmalige Phase beim Hund. Und ich glaube, in dieser Phase kann man ganz, ganz viel richtig, aber auch falsch machen. Das Ziel des Welpenexperten, die kleinen Racker in Rekordzeit auf die Herausforderungen des Hundelebens vorbereiten und grundlegende Manieren lehren. Wird das dem Welpentrainer gelingen? Komm mal, sag mal. Oh nein. Oh, Dana, wir haben wieder einen Unfall. André Vogt besitzt eine der größten Hundeschulen Deutschlands. Mehr als 800 Tiere und ihre Besitzer trainieren pro Monat an 3 Standorten im Rheinland nach seinen gewaltfreien Methoden. Welpen besuchen bei André normalerweise 1 Stunde pro Woche einen Kindergartenkurs, in dem sie spielerisch lernen, sich an andere Hunde und Menschen zu gewöhnen. Doch heute startet der Welpentrainer eine Unterrichtsform der ganz besonderen Art. Einmal pro Woche treffen sich 6 Welpen zu einem 8-stündigen Schultag in einem eigens dafür eingerichteten Loft. Ich habe hier im Loft natürlich unglaublich gute Möglichkeiten, mit den Welpen sehr intensiv und auch ohne Besitzer zu trainieren. Ich kann super viele Dinge vorbereiten. Ich kann die Pausen hier selber regeln. Also ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Ich liebe Welpen natürlich. Und das Schöne ist, das ist eine einmalige Phase beim Hund. Und ich glaube, in dieser Phase kann man ganz, ganz viel richtig, aber auch falsch machen. Und deswegen ist es für mich was ganz Besonderes, die da schon begleiten zu können. Der Profi ist überzeugt. In seiner Klasse lernen die Welpen in 3 Monaten so viel wie sonst in einem Jahr. Unterstützung bekommt André von Assistentin Dana. Sie und die erfahrene Hundemama Jolina sind immer dann zur Stelle, wenn der Welpentrainer Hilfe braucht. Und da kommt auch schon die erste Grundschülerin. Rauhaardackel Lotte ist 13 Wochen alt und lebt seit 1 Monat in Mettmann. Bis jetzt ignoriert Lotte die Befehle ihrer Besitzer konsequent. Ein Zustand, der sich in der Welpengrundschule dringend ändern soll. In erster Linie erwarten wir uns, dass Lotte vor allen Dingen etwas abrufbarer wird. Bisschen mehr hören wäre schöner, glaube ich. Das Hören. Ein Problem, das auch Familie Mrozinski kennt. Ihr Sammy ist ein ganz besonderes Kaliber. Der Berner Sennenhund ist erst 11 Wochen alt, glänzt aber neben Statur mit jeder Menge Starrsinn. Er kann sehr stur sein, also kann es auch anstrengend werden. Aber für den Trainer. Hohe Erwartungen werden an Grundschüler Paul gestellt. Der Deutsch-Drahthaar soll mit Herrchen später auf die Jagd gehen. Momentan führt er allerdings sein Herrchen an der Leine spazieren. Die Leinenführigkeit könnte besser werden. Er ist sehr neugierig. Also rechts und links interessiert ihn alles, und die Leine natürlich erstmal zweitrangig. Der 10 Wochen alte Welpe Manx ist sehr ängstlich. Das könnte mit seiner Herkunft zu tun haben. Der Mischling wurde von griechischen Tierschützern gerettet und ist jetzt auf dem Weg zur Einschulung. Wir hoffen, dass so ein paar von den Problemen, die wir haben, oder Auffälligkeiten, dass das irgendwie heute schon mal angesprochen wird. Die größte Auffälligkeit bei Hündin Gamma ist ihre Unruhe. Nicht ungewöhnlich bei einem 10 Wochen alten Boxer. Doch ihre Besitzer sind überfordert und sehnen den Tag der Einschulung herbei. Wir wissen, dass ein Boxer sehr, sehr viel Energie hat und deshalb eine vernünftige Erziehung braucht. Erziehung, das wäre auch etwas für Gustav. Der 9 Wochen alte Labrador-Mischling wohnt seit ein paar Tagen bei Patchwork-Familie Bell und testet seine Zähne an den Familienmitgliedern. Er auch beißt sehr häufig noch. Das ist nervig, weil man kann ihn dann auch nicht mehr abrufen und er hört dann auch überhaupt nicht auf, fängt an, in die Hände zu beißen. Das ist für ihn ein Spiel, denke ich, aber das muss weg. Das tut weh mittlerweile. Wird also höchste Zeit für die 6 Welpen, ein paar Manieren und das Hunde-1x1 zu lernen. Klassenlehrer André Vogt ist schon mindestens genauso gespannt auf den ersten Schultag wie seine ABC-Schützen.
Stellt uns schon mal vor, das ist die Dana. Ja. Ja, ich bin der André. Und wir werden das gleich noch mal in großer Runde machen. Aber ihr seid die Ersten. Ja? Das heißt, vielleicht können wir uns euch einmal schon hier reinbitten. Gerne. Danke schön. Fühlt euch wohl. Lotte ist für mich gute Laune pur. Ja? Ein Hund, der wirklich ganz, ganz viel Lebensfreude ausstrahlt. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Besitzer da sehr, sehr gut zu passen und ja, da ähnlich gestrickt sind. Gut gelaunte Schüler kann man immer brauchen. Hochmotiviert stürmen Paul und Sammy das Klassenzimmer. Also der Sammy ist auf jeden Fall eher so der Gemütliche, das passt doch zur Rasse, typisch Berner Senn. Und ich bin sehr gespannt, wie der sich in den nächsten Wochen so entwickeln wird, ob er wirklich so gemütlich ist. Während sich die Eltern freuen, dass ihre Kinder ab heute ganz viel lernen, interessieren sich die Welpen vor allem für ihre künftigen Mitschüler. Auch der schüchterne Mengs zeigt sich kontaktfreudig. Der Mengs kommt aus dem Tierschutz. Bisher zeigt er sich ganz cool, aber ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass das auch so bleibt. Der erste Schultag beginnt. In ein paar Minuten müssen die Eltern aus dem Klassenzimmer. Ihr seid bestimmt ein bisschen aufgeregt, eure Hunde auch. Das ist völlig normal, dass wir jetzt auch am ersten Tag hier ein bisschen Action haben. Da haben wir uns drauf eingestellt. Wir beide haben uns schon vorgestellt, die Dana und ich. Aber wir haben noch eine Unterstützung hier bei uns. Und die seht ihr hier unten, das ist die Jolina. Die wird hier so ein bisschen den Part der Hundemama übernehmen. Die 10 Jahre alte Schäferhündin sorgt für tierische Ruhe im Klassenraum, wenn der Lehrer mal nicht da ist. Eure Welpen sind gerade in einer einzigartigen Phase, die es nie wieder gibt. Und da passiert so viel und es ist so wichtig, dass man diese Phase wirklich optimal nutzt. Ihr merkt, wir haben hier tatsächlich eine richtige Wohnung. Wir haben eine Küche, wir haben Schlafzimmer, Badezimmer, alles da, auch eine Couch. Ja, so diese klassischen Themen können wir also auch hier wunderbar bearbeiten.